Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um mit mir zusammen die Alexander Shorokov anzuschauen. Alexander Shorokov ist bekannt für sehr opulente, farbenfrohe, extravagante und wirklich außergewöhnliche Uhren. Diese hier ist etwas zurückgenommen, ein kleines bisschen alltagstauglicher, in Anführungsstrichen, trotzdem unverkennbar eine Alexander Shorokov. Peter an dieser Stelle vielen Dank. Einer meiner Abonnenten und Zuschauer hat mir diese Uhr zur Verfügung gestellt, um darüber ein Video zu machen und auch seine Sichtweisen eingesprochen. So ist das Video also ein Mix aus meiner Meinung, meinem Text, meinen Bildern und auch seiner Meinung. Schaut es euch an, eine tolle Uhr, die in mancher Hinsicht sehr außergewöhnlich ist. So, also jetzt ein paar Gedanken zu der Alexander Shorokov. Alexander Shorokov hat ja grundsätzlich drei Kollektionen. Dazu gehört die Uhr in die Rubrik Avantgarde, Bezeichnung 63 und die, ja, die Kennnummer ist die ASLA0204. Sie ist mit einem Automatikwerk Kaliber 2892.AS versehen, mit handgravierter und veredelter Schwungmasse, 21 Steine, Gangreserve 47 Stunden. Ja, was auffällt zunächst mal, ist der Durchmesser. Der Durchmesser ist, wenn man die Uhr sieht, eigentlich größer als sie ist. Sie hat nämlich nur einen Durchmesser von 40 mm, wirkt aber größer aufgrund der sehr schmalen Lünette, was aber sehr schön ist und was der Uhr ja einen absoluten Vintage-Touch gibt, wie in den 60er, 70er Jahren oder 60er Jahren mit aufgesetztem Glas. Also sehr schön gemacht. Dabei wirkt eben das Zifferblatt eben relativ groß. Du hast das bombierte Saphirglas schon angesprochen. Wirklich, es steht hoch und dadurch ist die Uhr von den reinen Maßen her tatsächlich deutlich höher, als es die Optik zeigen würde. Mich stören auch bei der Uhr die 5 Bar Wasserdichtigkeit ausnahmsweise einmal nicht, denn mit dieser Uhr würde ich sowieso niemals ins Wasser gehen. Dafür ist sie definitiv nicht gemacht. Die Zeiger sind übrigens vergoldet, was dazu führt, dass die Uhr unter bestimmten Lichteinflüssen nur eingeschränkt ablesbar ist. Aber ich denke, einer Alexander Shorokov ist das nachzusehen, denn sie ist nicht als Toolwatch, nicht als Einsatzzeitmesser oder sonst was angetreten, sondern das Hauptaugenmerk besteht darin, eine schöne Uhr zu sein. Und das kann man hier ganz eindeutig unterschreiben. Das ist sie und das wird sie auch sein, wenn sie nicht 150%ig ablesbar ist. Was ich sehr angenehm finde, ist übrigens, dass auch das Datumsfenster, der Rahmen des Datumsfensters ebenfalls vergoldet ist, sodass sich das wunderbar in das Gesamtkonzept der Uhr einfügt. Lassen wir einmal schauen, wie sie an meinem 17 cm Handgelenk aussieht. Dafür kommt meine Archimede Outdoor weg und die Alexander Shorokov an den Arm. Ja, wunderbar. 40 mm, sehr schön, passt sehr gut. Es ist nicht mein Stil, aber die Uhr passt natürlich wirklich toll an den Arm. Was sagst du denn zu der Größe? Also 40 ist auch für mein Handgelenk, würde ich sagen, das absolute Maximum für diese Uhr. Ich denke, optimaler wären vielleicht 39, sogar 38 mm gewesen, um einfach vielleicht diesen Vintage-Touch noch so ein bisschen zu verstärken. Aber gut, 40 mm sind in Ordnung. Höhe sind 11,3 mm, Saphirglas beidseitig, auf der Vorderseite entspiegelt und bombiert. Also tipptopp, auch die Verarbeitung wunderbar, läuft alles. Auf der Rückseite sieht man den Anker, der ist nochmal verfeinert, macht Alexander Shorokov sehr, sehr schön. Du hast gerade Anker gesagt, ich gehe davon aus, du meinst den Rotor und der ist wirklich ein absoluter Knaller. Also
selten so etwas Barockes und Opulentes gesehen. Das ist wirklich ganz, ganz typisch Alexander Schorokow-Stil. Wenn man seine anderen Uhren sieht, dann weiß man, dass das genau in seinen Stil, in seine Designsprache passt und wirklich ganz genau das ist, was er vertritt, wofür seine Uhren stehen. Das ist ein Hingucker, man mag es oder man mag es nicht, auf jeden Fall ist es extrem außergewöhnlich. Die Uhr selbst, es ist schwarz gehalten, die Uhr ist jetzt keine typische Schorokow. Also Schorokow lebt eigentlich von verrückten Mustern, Farben und so weiter, etwas exzentrischer. Aber ich gebe zu, ich habe mich da nicht so ganz rangetraut an diese Farben. Da bin ich noch nicht so weit und dann habe ich mich einfach für die schwarze entschieden, die dann doch sehr neutral ist. Trotzdem hat sie einen bestimmten Glamour, natürlich erstmal die Zahlen 60, 20, 40, hat, was ich gelesen habe, russische Tradition, eben dass man oben nicht die 12 schreibt, sondern 60. Und natürlich auch dieses Rot-Gold, das wunderbar zum Schwarz passt. Auch die Zeiger sind ja so ein bisschen verspielt und passen sehr gut zu der Eleganz der Uhr. Dass die Zeiger gut passen, dazu gebe ich dir hundertprozentig recht. Es ist wirklich eine perfekte Abstimmung zum Stil der Uhr. Allerdings, naja, wie gesagt, dieses Thema hatte ich ja schon angesprochen. Was sagst du denn zum Band der Uhr? Ich finde, es ist ein auffälliges Band, es ist ein sehr schönes Band. Was sagst du dazu? Das Band ist ein Lusiana Alligator Band, ja, sehr schön, passt sehr gut, sehr hochwertig, trägt sich sehr angenehm, alles wunderbar mit Dornschließe. Absolut, das Band passt wirklich perfekt zu der Uhr. Wenn ich mir diese Uhr angucke, die ist schon sehr außergewöhnlich und ja, es ist natürlich eine Dressuhr, aber auch keine ganz typische Dressuhr. Sag mal, zu welchen Anlässen trägst du die eigentlich? Was machst du mit der Uhr? Wohin führst du diese Uhr aus? Zu welchem Anlass trägt man eine Alexander Schorokow? Da fällt einem ein vielleicht die Oper oder ein Theaterstück danach, ein gutes Restaurant. Es ist eine sehr elegante Uhr. Schorokow macht da keinen Hehl draus, in welche Richtung er geht. Kunst am Armband oder am Arm, sagt er ja selbst. Also keine sportliche Uhr. Er hat auch in diese Richtung gar nichts. Taucheruhren oder so, das ist ihm völlig fremd, sondern es geht wirklich Richtung Kunst. Und ja, zu diesem Anlass, Hochzeiten kann man immer tragen oder vielleicht auch zwischendrin einfach mal. Zumindest die schwarze, die ja sehr neutral gehalten wird. Ich denke, man ist niemals underdressed oder overdressed mit der Uhr. Sehr dezent und einfach schön. Sehr interessant. Ja, Peter, super vielen Dank für die Möglichkeit, diese außergewöhnliche Uhr einer ausgesprochen interessanten Marke zeigen zu können. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass das nicht ganz der Stil ist, den ich üblicherweise trage. Aber ich mag natürlich Uhren, die aus dem Rahmen fallen und die Schorokow gehört dazu. Und deshalb von mir ein Daumen hoch an dich, dass ich diese Uhr zusammen mit dir auf meinem Kanal zeigen konnte. Das letzte Wort zu dieser Uhr soll dir gehören. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bin gespannt auf deine Meinung und bin dann gespannt auf dein Video. Mach's gut.